So, ganz herzlich willkommen, Grüß, Spaß heute mit einer neuen Folge von Let's Play, die Schlümpfe für den Nintendo 3DS. Ich wünsche euch heute mal wieder einen ganz, ganz coolen Spaß heute mal wieder hier in dieser Zone, wo man die Schlümpfe richtig, richtig schön auslachen kann und richtig schön mal nicht mal was gönnen kann. Und deswegen, meine Damen und Herren, beginnen wir jetzt diese schöne Folge hier mit die Schlümpfe, mit den Schlümpfen. Die Schlümpfe, den Schlümpf, den, egal. Ich kann keinen, der das davon aussprechen, ist egal. Ja, heute mal wieder so eine richtig schöne, entspannte Folge. Ich wünsche euch auch ganz, ganz, ganz viel Freude heute mal wieder hier. Ja, Minispiel gibt es heute auch mal wieder hier. Und ich habe einfach gute Laune heute, weil ich einfach merke, dass das Spiel mir gut gefällt. Viele sagen ja, es ist nicht so schön, also nicht bei mir, aber viele sagen ja, Lollis, dass das Spiel manchmal nicht so perfekt ist. Aber ich glaube, man muss halt auch mal eine Chance den Spieler das geben. Finde ich einfach schön, so Lollis. Wirklich sehr, sehr schön. So, jetzt beginnen wir aber hier mit dem Schlaubis Lieblingstribüne, um sich Gehör zu verschaffen. Oder ich glaube, ja, doch, das müssen wir auch machen. Um mal ein bisschen besser hier zu sein, glaube ich, Alter. Ja, okay, ich würde sagen, alle drei Sachen mache ich einfach jetzt. Aber erstmal beginne ich hiermit. Damit beginne ich einfach jetzt. Ich werde einfach jetzt mal das Minispiel starten hier. Das ist so eine Minispielsammlung, aber trotzdem werde ich das mal jetzt versuchen. Let's go, genau. Ich bin sehr happy. Die Erklärung ist auf jeden Fall wieder am Start. Alles klar. Ja, alles klar, okay. Mache ich, ja. Mache ich mal wieder. Schön wie immer. Man muss halt ein bisschen noch üben und ja, ich glaube, es passt eigentlich, Leute. Es passt. Ja, guck mal, so schlecht bin ich gar nicht. Ich habe irgendwie gedacht, ob ich schlechter bin, aber ich denke mal, ist in Ordnung. Guck mal, ja, ist doch in Ordnung, oder, Leute? Ich finde es auch so schön. So wie es gerade ist, ist es perfekt. Ja, einmal haben wir hier Holz. Das Minigame mit Holz geschafft. Und jetzt möchte ich weitermachen, weil wir auch jetzt genug Holz gesammelt haben. Wie auch immer. Ja. Alles klar. So, jetzt machen wir das. Das ist doch das, genau, das Haus. Das brauche ich nicht unbedingt deswegen. War was doch nicht. Habe ich nämlich vertan damit. Das brauchen wir doch nicht. Das müssen wir dann nicht machen. Okay, dann machen wir jetzt das hier mit der Frau. Genau. Das Minigame mit der Frau machen wir auch jetzt. Wenn ihr euch, wie gesagt, so langweilig ist, ist es auch verständlich. Und die kann man schmücken. Okay, ich werde das Schmücken jetzt hier. Und wir werden jetzt diese Ziegelsteine hier aktivieren. Beziehungsweise auch irgendwie wie ein Puzzle da hinkleben. Ich muss euch jetzt leider wieder ein bisschen bewegen, aber das werde ich in einem Cut machen, dass es nicht so doof ist. Also, in einem Sekündchen müsste es wieder in einer anderen Position sein, die Handykamera. So, Leute, da bin ich wieder, Leute, und jetzt viel Spaß. Es wird cool heute. Ich freue mich auch extrem drauf hier auf dieses coole Game. So, jetzt müssen wir nämlich diese Dinger hier, diese Ziegelsteine, nämlich hier an diesen Dingern hier ranheften, also irgendwo an dieser Erde hier rankleben. Wo es gut passt, ich würde sagen, einfach hier jetzt und den tun einfach mal auch. Boah, ich würde sagen, den tun einfach jetzt mal hier hin. Ja, ich glaube, ist in Ordnung. Kann man natürlich auch besser machen, aber ich glaube, was anfangs im Spiel war es okay. Ja, natürlich war es okay. So, das machen wir noch mal. Das war sehr cool, aber nicht Ausschlag war gut. So, wo haben wir denn das Game hier? Da haben wir es bestimmt. Sorry wegen den Speichervorgang, aber egal. Da bin ich wieder, Leute. Und das werden wir heute schmücken hier. Dieser
Farbe. Alles klar. Alles klar, zack, zack, zack. Hier sind ganz viele, Nägel, kann man sagen, Leute, ist genau. Hier sind ganz, ganz coole Nägel, jetzt hier, zack, zack, zack. Einfach so noch klein schneiden. Da, zack, zack, zack. Also immer mehr drauf klopfen. So gut man kann. Klopfen wir einfach darauf. Ist auch ganz gut eigentlich, doch. Okay, dankeschön. Und das müssen wir jetzt machen. Aha, alles klar. Bauen. Wir haben nun leider keine Holzstämme mehr. Ich habe es richtig ausgesprochen. Sehr cool, freut mich. Und jetzt werden wir wieder Holz holen. Ja, genau. Das ist gute Idee, eigentlich. Zack, zack. Also immer diese Umrahmung, immer antippen und dann haben wir immer Spaß. Genau. Ist, glaube ich, auch echt ein bisschen beruhigtes Spiel. Man kann sich auch so ein bisschen beruhigen. Und ja, finde ich echt sehr, 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 sehr angenehm. Einfach manchmal auch diese Holzstämme hier zu zerstören. Um halt auch die ganzen Häuser zu bauen. Wie ihr wisst, sind ja die ganzen Schlümpfhäuser auch kaputt gegangen. Also ein böser Mensch hat nämlich ja diese Schlümpfhäuser besiegt und auch kaputt gemacht. Und wir müssen einfach jetzt das Dorf aufbauen, wenn ihr jetzt die Story nicht mitbekommen habt. Die Story, die ist auch eigentlich einfach zu verstehen, aber man kann auch alles vergessen, deswegen ist egal. Okay, wir brauchen jetzt noch, wie viel brauchen wir jetzt noch von diesen Holzdingern hier? Ich glaube nicht mehr so viele, aber egal, machen wir nochmal. Ja, so viel wie wir können, machen wir es auch noch, komm. So, ich denke mal schon. So, sehr schön gemacht eigentlich. Cool. Ist ja auch cool gemacht eigentlich, doch, danke. Und? Haben wir es genug Holz oder noch nicht? Bin ich mal gespannt. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das können wir gar nicht bauen, oder? Da brauchen wir was anderes. Ja, ich glaube schon, deswegen. Machen wir das mal auch. Das müssen wir auch mal machen, genau. Auch coole Idee eigentlich hier. Das ist eine coole Idee, das ist cool gemacht auf jeden Fall, das Level hier, das Spiel ist cool. Echt ein cooles Spiel. Ein cooles Minispiel, gerade mit den Schaufeln, wie gesagt, ne? Ja, ich weiß Bescheid, Alter. Okay, alles klar, und dann so auffangen, ja, okay. So wie eine Schüssel so drunter halten, ich verstehe schon, bei View, genau. Jetzt wieder so da oben hier drauf hämmern, zack, 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 zack. Und dann wir diese schönen Steine aufheben. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Okay, jetzt ist nicht so schlecht. Ist ja nicht so schlecht. Ist alles cool. Okay, danke sehr. Für die Gaben. Ich verstehe noch nicht so viel, aber jetzt kapiere ich das verdammt nochmal. Wir bauen jetzt, weil wir auch genug Steine haben und auch genug Holz. Ich denke mal, das ist auch so cool, wie es gerade ist. Das Spiel kennen wir auch schon, deswegen brauchen wir es nicht mehr so erklären hier. Einfach nur zusammenbauen und einfach zusammenbauen. Zack, zack, cool. Cool. Auch echt cool gemacht, wie ein Spiel. Müsste jetzt eine Sequenz kommen, oder? Und jetzt kommt nochmal das. Okay, alles klar, Alter, vorbei da. Das letzte Minigame für heute und dann haben wir auch genug gemacht für heute, eigentlich. Genau. Ist auch nicht so schlecht. Man muss auch nicht immer so viel machen. Ja, so viel macht man ja auch nicht gerne, aber okay. Einmal zack, 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 zack. Einmal da.
Cool. Haben wir nochmal das, haben wir nochmal das hier und nochmal dann die Nadel hier zerkloppen. So, perfekt. Nicht schlecht hier, wirklich. Aber cool gemacht. Ich würde sagen, aber den Rest, den wir ja so machen und den wir so machen möchten, machen wir dann in der nächsten Folge und auch in weiteren Folgen von diesem coolen Let's Play, die Schlümpfe. Wir machen übrigens noch weiter, jetzt nicht wundern, warum der Part etwas länger ist. Wir machen auch noch gleich ein anderes Game, das heißt, Details. Eine Sekunde eben. Okay, Leute, ich habe, Leute, hier haben wir es nämlich. So. Hopsala, haben wir es. Damals, na, damals, Leute, alles klar. Okay, das spielen wir auch gleich. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. So, damit geht auch jetzt weiter hier. So, dann geht's auch jetzt weiter mit der Runde hier von Superstar Cards. Genau, so meine ich auch. Ich hab's verdammt nochmal gerade. Die aussprechen können, weil ich vergessen habe. Ja, mal wieder den Namen zu merken, aber okay. Ja. Neue Runde hier auch mal wieder vom Spiel. Was nehmen wir denn für einen Charakter? Ich weiß gar nicht, was ich für einen Charakter möchte. Ich glaube, ich nehme einfach heute mal den guten ohne Zahn. Der ist cool. Und heute fahren wir mal eine andere Strecke. Heute fahren wir. Oder komm, heute kein Unzahn. Doch, okay, heute Unzahn, aber nicht immer. Machen wir Hälfte, Hälfte heute. Egal, wir machen erstmal das Rennen hier. Let's go, genau. Okay, let's go, genau. Viel Spaß. Ich finde auch dieses Rennen so cool, ne? Guck mal, wie schön das einfach gemacht ist, ne? Hier so schöne Attacken hat auch der gute, dieses gute Grafenviech auch. Als der aller hindert man. Was soll das denn, Alter? Hör auf, Mann. Hört auf, ihr Fotz. Hört auf, Mann, die doofen Viecher, Mann. Das reicht aber jetzt echt. Doofen Viecher, Mann. Oh Gott, das ist egal. Cool, ja, guck mal hier. Der gute Unzahn ist ja gar nicht so schlecht. Ich dachte, es wäre schlechter, aber ich denke mal. Wir können aufholen, oder? Wenn wir jetzt noch Gas geben, dann schaffen wir es jetzt, aber komm. Und, nee, hör auf, Mann. Das war aber auch echt gerade verarscht, aber okay. Boah, ey, hört auf, Mann. Okay, halt nicht. Dann halt nicht. Scheiß drauf, Mann. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Dankeschön, let's go. Weiter geht's. So. Heute habe ich Bock drauf auf eine neue andere Strecke, nämlich. Das auch nicht, das auch nicht. Das aber hier, das nehmen wir das.
Ist eine coole Strecke, glaube ich. Let's go, genau. Ja, die ist cool, glaube ich, doch. Let's go, genau. Let's go, genau. Ach, ist auch eine coole Strecke, aber nur Afrika. Und das ist auch ein Wagen, Alter. Ist das die doofe Frau, die, nee, ist doch nicht die doofe Frau, aber cool gemacht hier, dass so ein Wagen so noch vorbeifährt. Aus der Station. Sehr cool. Schön, schön, schön. Blubububum. Und der gute Lewe hier hat auch noch so Karten noch dran gehangen. Aha, alles klar. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Strecke, die fährt mir gut. Die haben wir auch noch nicht gefahren mit euch, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich kann mich da nicht erinnern. So. Wo ist der Gute, der so schnell ist? Das ist der Gute. Der gute Alex, der soll mal ein bisschen runterkommen. Der ist viel zu schnell, meiner Meinung nach. Komm. Es geht aber echt nicht, dass er so schnell ist. Das geht aber echt nicht. Komm, bleib mal hier bitte. Alles klar, neue Strecke jetzt, komm. Letzte Strecke und jetzt die allerletzte Worte, Mann. Die fahren auch jetzt noch rum. Die ist cool, Strecke, let's go, genau. Oh, ich liebe auch die Mucke, ne? Ich liebe auch die Mucke von diesem Spiel. Ich finde es einfach so cool gemacht, Alter. Wirklich cool gemacht, Alter. Sag mal, Bio, auch hört auf, Mann, doofen Männer. Ist auch gemein, ne? Ist echt gemein, Alter. Ich würde sagen, nächstes Mal werden wir auch den neuen Charakter auch wählen. Also heute nicht mehr, aber beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, Leute. Ist okay, machen wir so. Ich glaube, eine gute Achtmachung. Verreckt, meine doofen Männer. Ich schätze alle. Ich tippe einfach alle, Alter. Pech gehabt, na ja. So bin ich nicht. Kann man einfach auch einmal so abkürzen, ne? Ach, scheißegal. Lustig. Ja, guck mal, so schlecht sind wir eigentlich heute nicht. Ich dachte, ob wir immer schlecht wären, aber es ist gar nicht so schlecht. Weil wir sind immer so knapp immer an diesen Kurven, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Wenn es immer so knapp ist, dann ist es ja auch spannend für euch. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut, ich bin jetzt weg. Ich muss jetzt mich fertig machen für andere Sachen. Ich danke fürs Zuschauen und lasst gerne einen Kommentar, Leid. Egal. So, ist nur Spaß einfach, Leute. Ich liebe euch alle, die hier alle mich gerne mögen. Die mache ich auch super, super, super gerne. Also, ich bin weg, ne? Ich muss los, Alter. V. V, schau.